Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, also wir sind ja schon mal ganz froh, dass das befürchtete Niederkonkurrieren der Standards nach der Föderalismusreform hier nicht eingetreten ist, sondern dass dieses Gesetz den Status quo abbildet, den Status quo, der weitgehend dem anderer Bundesländer entspricht, der auch weitgehend dem entspricht, was vorher hier in Berlin Standard war. Immerhin, ansonsten muss man sagen, enthält dieses Gesetz nicht viel Originelles, schon gar nicht viel Neues. Also es ist viel Justizvollzug, aber von Weiterentwicklung ist nicht allzu viel zu spüren. Da hätten wir mehr erwartet und haben ja auch entsprechende Vorschläge gemacht. Beim Kollegen Behrendt klang das jetzt wieder so, wenn er von uns redet, als ob die Grünen das alles ganz alleine gemacht hätten. Das ist natürlich mitnichten der Fall, sondern es waren die Oppositionsfraktionen gemeinsam. Bedauerlicherweise hat die Koalition diese Vorschläge nahezu komplett abgelehnt, mit einer einzigen Ausnahme. Es soll die Wahrnehmung der Aufgaben des Vollzugs auch zukünftig Beamtinnen und Beamten vorbehalten bleiben. Das stand im Gesetzentwurf ursprünglich nicht so drin, blieb etwas diffus, aber offensichtlich hat der Antrag der Oppositionsfraktionen und der Protest der Bediensteten dazu geführt, dass das nun per Änderungsantrag geregelt werden soll. Immerhin. Eine Reihe anderer Vorschläge sind unter den Tisch gefallen. Es ist uns immer noch unklar, warum der offene Vollzug nicht als Regelvollzug erhalten bleibt. Offener Vollzug, wo er denn möglich ist, sichert am ehesten die Aufrechterhaltung von Arbeit und sozialen Bindungen und dient damit der Resozialisierung. Nun wird uns immer gesagt, die Neuformulierung soll gar nichts anderes heißen als das, was bisher galt. Na, da frage ich mich, warum schreiben Sie es dann nicht so rein, wie es bisher galt, sondern warum dann die neue Formulierung? Das ist doch erklärungsbedürftig. Und als Jurist fragt man sich dann natürlich zuallererst, wie ist das auszulegen und kommt zu dem Ergebnis, da ist die Änderung des Status quo beabsichtigt. Das finden wir explizit falsch. Zweitens. Die Verlängerung der Besuchszeiten auf 4 Stunden, wie in Brandenburg. Auch hier geht es um soziale Kontakte, die nach allgemeiner Meinung eine wesentliche Funktion bei der Resozialisierung besitzen. Und Gleiches gilt für die Langzeitbesuche, wo die Koalition unsere Vorschläge, es verbindlicher zu regeln, abgelehnt hat. Zum Thema Arbeitspflicht in der totalen Institution Gefängnis. Also wir finden es falsch, dass den Inhaftierten die Arbeit zur Pflicht gemacht werden soll, was jetzt nicht bedeutet, dass es keinen strukturierten Arbeitsalltag gibt oder keinen strukturierten Alltag gibt. Wir sind nur anders rangegangen. Wir haben gesagt, die Qualifizierung innerhalb von Arbeit muss verbessert werden. Und die Arbeit sollte auch besser bezahlt werden als bisher. Entsprechende Vorschläge haben wir auf den Tisch gelegt. Die Koalition hat sie abgelehnt. Die Ausweitung und Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten. Bislang gibt es lediglich die völlig überteuerten Telefonangebote. Das muss sich ändern. Und auch im Hinblick auf die Internetkommunikation wird es Zeit, dass, was durchaus geht, Sicherheit einerseits und Angleichung des Lebens im Knast an die Verhältnisse außerhalb der Mauern andererseits zusammengebracht werden. Und da sage ich jetzt mal, haben Sie jetzt viel drüber geredet, Kollege Kohlmeier, aber das war vor allem dicke Backen machen, das Pfeifen bleibt aus. Das ist bemerkenswert dünn, was Sie heute hier vorgelegt haben. Also der Antrag, den Sie hier auf den Tisch gepackt haben, kann schwerlich darüber hinwegtäuschen, dass die Union damit gar nichts zu schaffen haben will. Und es scheint mir doch eher ein Symbol zu sein, dass die SPD jetzt hier auch noch ein bisschen was anmerken durfte, weshalb hier noch dieser Antrag reingeschoben worden ist ins Plenum, der gänzlich ohne Folgen bleiben wird. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Und auch der Empfang von Paketen sollte keine Gefälligkeit sein, sondern Bestandteil der sozialen Kontakte mit der Außenwelt, auf die ein geregelter und nachvollziehbarer Rechtsanspruch bestehen sollte. Meine Damen und Herren, schließlich ist es auch im Justizvollzug an der Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden, weshalb die Koalition unserem Vorschlag nicht gefolgt ist, den einer längst überwunden geglaubten Zuchthaustradition entspringenden Arrest als Disziplinarmaßnahme endlich abzuschaffen. Das ist mir nicht begreiflich. Überhaupt Zuchthaus. In den vergangenen Jahren war ein deutliches Bestreben der Koalition zu spüren, Haftfragen vornehmlich als Sicherheitsangelegenheiten zu diskutieren. Und wenn der Kollege Kohlmeier hier die alte Mär aufwärmt, bei der Inhaftierung in Berliner Knästen ging es um Hotelaufenthalt, dann stimmt er 1:1 ein ins Horn der Union. Bei Ihnen ging es um Drogenspürhunde, um Mobilfunkblocker, um dichtere Fenstergitter, um Schießstände und Waffeneinsatz durch Vollzugsbedienstete, um Investitionen in Beton und Technik. Worum es weniger bzw. überhaupt nicht ging, waren Fragen der Fortentwicklung des Resozialisierungsgedankens. Das zeigt sich an dem vorliegenden Gesetzentwurf und deswegen werden wir den hier heute auch ablehnen. Mein Dank gilt zum Schluss den Bediensteten im Justizvollzug und denjenigen, die bei den freien Trägern der Straffälligen und Bewährungshilfe unter schwierigen Bedingungen, nicht selten von der Politik alleingelassen, eine sehr, sehr ordentliche Arbeit mit großem persönlichen Einsatz leisten. Das soll zum Schluss hier nochmal gesagt werden, weil unsere Vorschläge natürlich nicht auf dem Rücken der Bediensteten, sondern letztlich
unter Verbesserung der Bedingungen für die Bediensteten umgesetzt werden sollen. Darum muss es gehen und daran werden wir weiterarbeiten.